der Nordhalbkugel und wenn wir sie im Norden ist, dann sind wir auf der Südhalbkugel, ja. Nee, wenn okay, sie dort was? Am höchsten steht. Also du kannst dich nicht immer darauf verlassen. Du kannst jetzt nicht immer auf die Sonne gehen. Aber manchmal zur Einordnung, ob du, ist jetzt portugiesisch, bin ich jetzt in Brasilien oder in Portugal? Ja, ist ein guter Tipp. Das aber ist den habe ich original nicht Kevin POV vor Klausuren in der 9. Klasse oder so. Wirklich. Jungs, wie ging das jetzt nochmal? Nee, Spoiler, da habe ich gar nichts gemacht vorher. Da bin ich einfach dry rein, Bruder, auf chill. Wollen wir miteinander quatschen oder muten wir uns auf try hard? Muten, oder? Okay, aber dann auch ohne Chat und so, ne? Das ist wichtig. Oh weil das mein alles Gott, jetzt fällt dir das wieder an, Digga. Du sagst das jedes Mal dazu. Ja, no shit. Ja, warum sage ich das immer noch so? Weil du bis heute noch nicht gelernt hast, dass das halt ein Ehrenkodex ist unter Streamern. Bro, ich cheate nie. Einmal ein Cheater, immer ein Cheater. Und das sage wann habe ich mal gecheatet? Wann habe ich mal gecheatet, hä? In was? Safe Call. Schon damals noch in der Wohnung und so. Doch, man hat dich schon mal manchmal so rüber. Lass mal hier ein bisschen. Sobald ich dich abfacke und relativ früh ein Guess abgebe, dann wird auf jeden Fall in der dritten Runde wird auf einmal dann rüber geschielt. Weil dann, du hast ja schon länger gespielt als ich und so. Ich ziehe den Chat rein und ich minimiere ihn. Er ist nicht mehr offen jetzt. Ich kann nicht mehr sehen, was mein Chat schreibt. Die können jetzt alle schreiben, hey, du bist ein Versager, ich kann es nicht lesen. Okay. Ich finde es so frech, dass ich, als der von uns beiden eine Kamera hat, von seinem Gesicht, dass ich darauf hingewiesen werde. Ich habe auch eine Kamera! Bist du doof? Du weißt nicht mal, was eine Kamera ist, Mann. Ich zähle jetzt runter, dann geht's los. 21, okay. 20, 19, 3, 2, 1, Happy Guessing! Es geht los! Happy Guessing. Alright, let's go. Alright, Leute. 101 gegen Papa Platte. Alter, das wird so cool. Oh Mann, was tue ich hier? It's raining, Rechtsverkehr. So, Kevin wird jetzt erstmal gucken, wo die Sonne steht. Rechtsverkehr sehr bergig. Gib mir das Schild gelb. Ich tendiere gerade zu eher USA. Ist ein N mit Dingsstrich. Dann doch eher Spanish speaking. Manuales, das ist irgendwie, das könnte auch Uruguay oder so sein. Häuser auch ultra schwer. Das ist richtig schwer gerade. Direkt mal zum Anfang. Oh. Don Carlos. Das ist Südamerika. Ziemlich sicher, aber ich habe überhaupt noch keine Tendenz zum Land, leider. Was haben wir denn? Wir haben auch keine keine Holzträger bei den Schildern. Hausbaustil ist aber sehr südamerikanisch. Oh, Flagge? Chile. Vamos! Ja, das habe ich aber auch die ganze Zeit mir so ein bisschen gedacht. Trotzdem noch sehr weit weg, war sehr südlich. Ha, nimm das, mein Schaden. Alright, also wir waren schon mal im richtigen Land. Ich kann asiatisch, habe ich immer noch große Struggles. Es ist für mich sehr schwer zu checken, ob wir Japan oder China sind. Das ist auf jeden Fall Nordhalbkugel. Und ich habe jetzt halt, ich muss in den Stadt, ich muss in den Ort. Ich muss sehen, ob wir Linksverkehr haben. Gelb-schwarze Streifen ist, glaube ich, aber auch japanisch. Ich glaube, schwarz-gelbe Billboard, also das, die Streifen hier sind, das ist, wir sind Linksverkehr, das müsste Japan sein. Plus Nordhalbkugel, das passt eigentlich. Aber es sieht erstmal nicht so super japanisch aus, muss ich sagen. Doch, aber die Malerei ist sehr japanisch. Linksverkehr dazu. Ich gehe auf Japan. Ja, das ist Japan. Ja, mit den Straßen hier, 19, blaue 19, das ist Japan. Ich hätte noch ein bisschen auf die Straße tryen können. Oh, das war Taiwan. Hätte ich gedacht, dass das Japan wäre. Okay. Wir sind wieder im asiatischen Raum. Singapur. Boah, okay. Mal gucken, ob Kevin Singapur auf der Karte findet. Das ist ja jetzt mal interessant. Ich hoffe, das ist jetzt nicht einfach nur... Alright. Boah, war? Bro, holy shit, was? Bro, in Singapur reden die Englisch? Ja, Singapur ist... Boah, das wusste ich nicht. Krass. Also, nein, krass. Also es wird nicht Englisch geredet oder so? Also auch schon... Aber es ist Amtssprache oder wie? Nee, es wird auch in Englisch geschrieben. Auch in Indonesien wird sehr viel Englisch geschrieben. Crazy, das wusste ich nicht. Okay, krass. Aber Singapur ist ein unfassbar reiches Land auch. Singapur ist crazy. Und die Chöre singen für dich. Oh. Singst du gerade für mich, Bro? Ich sing für dich gerade, Bro. Oh, holy shit. Wow. Alright, let's get it. Alright. Dann machen wir mal weiter. Das sieht sehr europäisch erstmal für mich aus. Auf den ersten Blick. Hängt auch eventuell mit dem EU-Kennzeichen zusammen.
Boah, was ist das? Ist das Italienisch? Dann hätten wir mal ein anderes Kennzeichen. Dann hätten wir rechts noch blau, wenn es Italien wäre. Wir haben sehr viele französische Autos, sehr viele Peugeots. Dann ist das, ich würde sagen, Frankreich. Und dann halt eh immer Region Paris. Okay, interessante Antenne. Wir sind, okay. Kyrillisch. Rechtsverkehr. Hat jetzt einfach schnell einen Russland-Gast gemacht. Ja, gut. Noch viel weiter östlich. Dann traue ich mich einmal nicht so weit nach Osten. Dann kommt sowas. Oh, das wird interessant. Das ist ultra interessant. Halt ultra schwer, hard to guess. Ich würde aktuell eher auf Nordhalbkugel sagen. Ich kämpfe mich mal hier ein bisschen durch. Junge, wo ist denn der hier lang gegangen? Ist das irgendwie so? Digga, Kevin. Ich habe gar keinen Plan. Aber das ist so Vegetation eher für mich, weiß ich nicht, Portugal, whatever. Keine Ahnung. Holy, der ist stark. Krass, hätte ich gar nicht. Wäre ich jetzt nicht. Wir müssen aufholen. Linksverkehr ist British. Ich check die Kennzeichen noch nicht so ganz. Ist das wieder so eine Jersey-Trap? Oder das ist halt Australien. Ja, das ist Australien, Neuseeland. Das vergesse ich halt immer. Das ist auf meinem Horizont nie drauf. Ja, das ist Australien. Ich gehe mal einfach... Aber sehr unsicher. Ich hätte jetzt gesagt Südhalbkugel, aber wild guess. Wild guess. Ich habe Australien, Neuseeland, bin ich schwach immer. Aber der ist gut. Okay, wir sind auf der Südhalbkugel. Weißes K. Ey, Basti, du musst mir kurz helfen. Der rote Pfeil ist Norden, oder? Ja. Der ist Norden. Okay. Das ist sehr bergig. Weißes Google K. Oh. Ein Hinweis. Ein Stoppschild. Halt super schwer noch gerade, finde ich. Ich kann gerade noch gar nicht einschätzen. Das ist halt nicht Südamerika. Das ist halt... Das ist Afrika. Wir fahren rechts, ne? Ne, die Straßenschilder... Ja doch, wir fahren rechts. Das sind keine Schilder. Das ist kein Linksverkehr. Ne, das ist Linksverkehr. Lol. Was ist das für ein Kennzeichen? Lesotho. Das ist Lesotho. Das ist das Wappen von Lesotho, von der Flagge. Bro, wenn das das jetzt ist. Oh mein Gott, das ist auf der Flagge von Lesotho, dieses Wappen. Das ist in der Mitte. Bro, es ist in Lesotho. Oh mein Gott. Ah, okay, ich heile trotzdem jetzt. Check, check. Genau, weil ich, aber, ja. Okay, verstehe. Oh ja, gute Runde, tech ich. Ist actually fine. Bro, Lesotho. Okay, gelber Zebrastreifen. Ist die Schweiz. Ja, ich bin nach Zürich gegangen. Es ist immer irgendwie für Zürich. Bern ist so wenig. El Dorado. Ist das... Interstate 75. USA. Wo ist die 75? Kevin weiß das, weil er da war. Nevada oder so, ne? Digga, was? Kurz mal landen. Okay, also. interessant. Oh Gott. Was ist das denn? Ich kann es nicht erkennen. Weiß, blau. Das ist ein EU-Kennzeichen, aber was ist das für eine Flagge? Das war jetzt gerade. Die Flagge verwirrt mich, glaube ich, gerade mehr. Türkei. Ist es Türkei? Nein. Wo haben wir jetzt mal die Sonne? Ich muss erstmal. Oh, Moment. Auf der Flagge war halt blau zu sehen, aber ich weiß nicht, ob das Auto halt irgendwie, das kann halt auch, weiß ich nicht, komplette Trap sein. Also Vegetation sieht super südlich aus für mich. Was haben wir dafür Buchstaben? Ey, Kyrillisch, okay, Kyrillisch. Dann bin ich jetzt eher mal wieder bei Bulgarien oder so. Das ist jetzt hier auf jeden Fall nicht... Wir haben EU und Kyrillisch. Dann bin ich jetzt Bulgarien oder Serbien. Serbien hat nämlich auch das drauf und dann... Wir gehen mal ein bisschen mehr in Richtung Süden. Boom, Bulgarien.
Kann auch irgendwo noch Nordmazedonien, Balkan, aber ich gehe mal mit Bulgarien. Ich muss irgendwas mal machen, bevor er noch vielleicht mehr Gäste bekommt. Es war Bulgarien. Aber im Norden, es sah so südlich für mich aus. EU? Was ist das für ein Spaß? Das ist 300 Feet pro Kilometer. HU. Ungarn. Budapest. Die Sprache, das passt, ja. Das passt, das passt. Also nicht drauf. Oh! 17 HP, Digga! Junge, ich dachte, es ist vorbei. Holy shit, ich muss alles richtig machen jetzt. Ja, jetzt haben sie es zensiert. Rechtsverkehr 120. Gehen wir auf die andere Seite. Gelbe Kennzeichen, Rechtsverkehr. Ist das. Das ist doch nicht Israel. Gelbe Kennzeichen, Rechtsverkehr und die Sprache? Wo sind wir? Das gibt mir trotzdem gerade Balkan-Vibes. Was würde ich ansonsten sagen? Gelb. Gelbe Kennzeichen. Kyrillisch. Kein Plan. Serbien, das war wirklich Serbien. Oh mein Gott, GG. Oh, Digga, GG. Vorhin habe ich Serbien gemacht, Digga, da war es Bulgarien und jetzt umgekehrt. Oh, krass. Aber war ein gutes, war ein gutes. War eine gute, Kevin. Wollen wir, alle guten Dinge sind drei. Da muss ja, auf jeden Fall, wir machen noch eine, wir machen noch eine. Boah, das ist übelst der geile Mode, Digga. Ja, Mann. Sehr geil, sehr, sehr geil. Bisschen laut, sonst wild. Ja, finde ich auch. Alright. Alright, gibt mir sehr nordische Vibes. Englisch, keine EU. Und sehr nordisch. Naja, dann habe ich eigentlich immer nur einen Call. Dann ist das Irland. Was haben wir denn für... Haben wir Linksverkehr? Ja. Bin aber noch unsicher. Gib mir mal hier eine Stadt oder so. South, die zweite. Gib mir mal, haben wir in Irland irgendwas da? Nee, in Irland haben wir keine roten... Das ist Neuseeland, Neuseeland. Neuseeland. Das ist Neuseeland. Jo, wo bin ich? Halt, Hilfe. Ich hab voll Norden-Dings gehabt, aber... Oh mein Gott, ich hab nicht auf die Sonne geguckt, ich Pfosten. Oh, damn. Und nicht auf die Sonne geguckt? Nee, Linksverkehr. Und... Lol, war Linksverkehr? Das ist mir nicht mehr aufgefallen. Ja, top. Gut. Top. Guter Start. Linksverkehr. Nee, Rechtsverkehr. Bro, die Schilder verwirren mich mega. Was? Niederländisch mit... Oh! Juicy Hit. Hatte das rote... Waren das gerade rot umrandete Dinger? Okay. Okay, das wird schwer. EU. Das ist schon mal sehr wichtig. EU und aber auch... sehr viele Nadelbäume. Ich gehe jetzt gerade Litauen, Lettland eher davon aus. Und ich mache jetzt einfach mal schnell, weil Kevin wird das niemals halt niemals da checken. Wenn es Estland ist. Passt. Hast du irgendwas gefunden oder warum, woher wusstest du? Weil das EU-Kennzeichen mit Kyrillisch und ziemlich nordische Bäume. Oh, Leute, hab ich gar nicht gesehen. Okay. Alright, weiter geht's. So, wir sind in der USA. Bro, ist das halt unfassbar. Du erkennst die USA immer an den USA-Flaggen. Es ist so lächerlich. USA muss ich auch nochmal eine Menge lernen. Ich würde sagen, ein bisschen nordisch. Ah, komm, gehen wir mal hier raum, Chicago. Also noch ein bisschen weiter. Ey, USA, ist es unmöglich? Irgendwas? Alter, das ist so schwer. Krass. Wenn du irgendwas USA... Du siehst immer irgendwo eine USA-Flagge. Immer. Es ist so, die haben alle, jeder Zweite hat in den USA eine Flagge an seinem Haus. Wirklich. Das ja, jemand hat aber auch gerade einen kranken Take gemacht. Die Vegetation passt absolut nicht zu L.A. Da ist legit so ein Buchenwald oder so. Vegetation sagt richtig viel. Also ja, auch scheiße, darauf habe ich nicht geachtet. Alright, Leute. Was jetzt läuft, läuft sehr gut. Bin zufrieden. Und, ja, wo sind wir denn? Das ist die Frage. EU... Es ist sehr sonnig. Could be a trap.
jetzt sehr, sehr bergig. Könnte aktuell noch Balkan sein, könnte aber genauso gut auch gerade noch für mich Spanien sein. Spanien, Italien. Ich hoffe, er lässt mich nochmal den Ort. Okay, wenn du drückst. Alter, Mercedes gibt mir eigentlich jetzt Balkan-Vibes. Podgorica. Ich weiß, man spricht es anders aus. Montenegro. Boah, es ist halt wirklich Balkan. Das ist halt echt. Also das wird für Kevin insane. 5 Kilometer. Hilfe. Island? Rechtsverkehr? Island. Sehr sicher Island. Wunderschön. Traumhaft schön. Oder die Ferrer. Ist das Island? Bisschen enorm. Aber auch stark von Kevin. Okay, gelbe Kennzeichen. Das könnte schnell gehen. Das ist nicht die Niederlande, das ist Great Britain. Kevin wird einfach London gehen. Ich gehe ein bisschen nördlicher, weil es schon... Ja. Ja, war eher westlich. Alright. Mongolei. Kevin wird mich hassen. GG. Ich beschäftige mich sehr lange und sehr gern ausführlich mit Flaggen. Das da tatsächlich war die Flagge von der Mongolei. Das Ding ist, kleine Eselsbrücke. Ich bin mal in die Mongolei geflogen. Ich hatte ein ultra langes Barthaar. Und dann bin ich damals zum Friseur gegangen und er hat als erstes zu mir gesagt, Ulaanbaatar. Und seitdem kann ich mir mal sehr gut die Hauptstadt der Mongolei auch merken. Basti. Halt vermisst. Mal die Fresse und mach mal lieber Model des Tages. Dich mit deinen Flaggen und mach lieber Model des Tages. Mach lieber Model des Tages. Junge, das ist wirklich das Beste, was je passiert ist. Ach, Basti, es war wirklich herrlich. Ey, wollen wir das nochmal wiederholen, die Tage? Das war sehr geil. Sehr, sehr gerne. Wir können das hat auch krass Spaß gemacht, Mann. Alright, Bruder, dann sehen wir uns da. Wäre geil. Ey, gerne. Alright, tschüss. Tschüss. Krass, ich hatte gar nicht damit gerechnet, heute mit Kevin jetzt groß was zu machen, aber es war jetzt auch nichts groß. Aber mal ein bisschen den GeoGuessr-Zock. Cool.